Aharese Exo Reserve Superior Cask. Der Aharese Exo Reserve ist die erste Flasche der sehr umfangreichen Exo-Serie. Besonders markant ist die hohe Flasche, in die der Name Aharese eingeprägt ist. Wie alt dein Getränk ist oder woher es stammt, verrat dir die Flasche nicht. Aber den Geschmack, den Duft und die Farbe wirst du immer wiedererkennen. Die Editionen von Aharese gibt es nur in Kleinserie. In geringer Auflage, sozusagen, in diesem Fall umfasst jede Charts nur wenige tausend Flaschen. Wenn du dir deine Sammlung zu Hause anschließt, kommen dir 1000 Flaschen vielleicht viel gar nicht so wenig vor. Aber wenn man die große internationale Nachfrage nach Aharese befriedigen will, sind ein paar tausend Flaschen wirklich nicht viel. Wenn wir eine neue Chart herstellen, benutzen wir die alten Fässer nicht noch einmal. Wir wollen stattdessen eine exakte Kopie der letzten Auflage komponieren. Dafür müssen unsere Masterblender den Blend der letzten Charge so genau wie möglich nachbilden. Nur mit anderen Fässern. Das Endprodukt soll das gleiche sein. Es ist eine echte Kunst und das ist, was Aharese ausgemacht. Erst wenn es unseren Experten gelungen ist, die richtigen Fässer zu kombinieren, könnte wie von einem Erfolg sprechen. Also, was erwartet uns bei einer Spirituosen wie dem Aharese Exo Reserve? Die Farbe ist ein sanfter Golfton. Anfangs dominiert kühle Minze von einem Hintergrund von Toffee und Leder. Später kommt ein Hauch zum Zitrusfrüchten dazu. Geschmacklich bewegen wir uns zwischen Eukalyptus, karamellisiertem Pflaumenkuchen und einem Hauch von weißem Tee mit Bergamottenöl. Der allmähliche Aufschlag wird von Leder und Bergamotte begleitet. Genieß dein Getränk, während ich dich mit einer kleinen Anekdote in der Chardonnaye der guten alten Zeit entführen. Als Riese dort lebte, war die Hauptstadt von St. Thomas eine sehr moderne Stadt, nachdem sie bei einem Tropensturm verwüstet worden war. Baute man sie wieder auf und setzte dabei modernste Marktstraße an. So kam Riese zu einem brandneuen Transportmittel. Wenn er Waren von den Schiffen im Hafen zu seiner Apotheke im Stadtzentrum oder umgekehrt transportiert müsste, könnte hier auf eine private Schienenstrecke zurückgreifen. Das klingt vielleicht ein bisschen übergetrieben. Aber Riese baute sich wirklich seine eigene Schienenstrecke von seiner Apotheke zu Hafen. Mit dem kleinen Waggons vermied er die Übfälle, der beim Warentransport auf dem Kopfsteinpflaster unausweichlich waren.